Luke Hartz, der Schülersprecher der Sekundarschule Neffen. Hallo, ich bin die Belsa, die stellvertretende Schülersprecherin. Ich bin Mohammed in der Klasse 5B. Ich bin die Sonja in der Klasse 5B. Wie habt ihr denn die erste Zeit einer Schule empfunden? Die erste Zeit war sehr gut und ich habe mich hier auch gut eingelebt und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ach komm, wir zeigen euch erstmal. Das wird euer neuer Klassenraum. Das ist unser Books and More, unsere Bücherei. Hier können wir uns Bücher ausleihen. Was ihr noch nicht kennt, ist, dass man auch in den Pausen hierher kommen kann und Bücher lesen kann. Nur leider geht das zurzeit durch Corona nicht. Das ist unsere Sporthalle. Hier bieten wir in der Mittagspause Sport an. Und die Sporthelfer der Schule das für die anderen Klassen aufbauen. Wir bereiten uns aber hier auch auf die Turniere unserer Schule vor. Das ist unser Schulkiosk, hier können wir uns in den Pausen Essen kaufen. Normalerweise kümmern sich die Schüler darum, aber durch die momentane Situation klappt das leider nicht. Deshalb wird das durch die Klassenlehrer vorbestellt und danach bringen es die Klassensprecher zu den jeweiligen Klassen. Wir haben Frau Steckers Büro, sie ist unsere Berufsorientierungslehrerin. Sie hilft uns bei der Klasse 9 und 10 bei unserem Praktikum und unterstützt uns sehr viel dabei. Hier haben wir unsere Schulsozialarbeiterin, das ist die Frau Leidig, wenn wir Probleme haben oder Sorgen haben, dann können wir jederzeit zu sie gehen. Also hier ist unser Schulsanitätsraum. Hier helfen andere Schüler, die sich in der Pause verletzt haben. Ihr könnt immer in der Pause hingehen, wenn ihr euch was getan habt oder Sorgen habt. Frau Benito, Sie sind ja auch neu an der Schule. Wie haben Sie denn die erste Zeit hier empfunden? Oh, das war für mich eine ganz spannende, oder ist vielmehr eine ganz spannende Zeit gerade. Ich bin ja jetzt erst in der dritten Woche hier, ne? Und ich habe das als sehr schön empfunden. Ich bin ganz, ganz, ganz toll aufgenommen worden von Lehrern und von Schülern auch. Alle ganz, ganz lieb und offen und herzlich. Und ansonsten ist es natürlich für mich jetzt erstmal ganz viel Neues. Ich muss ganz viel Neues, mich in ganz viel Neues einarbeiten. Ja. Aber es geht mir gut. Ich bin gerne hier. Ich bin sehr gerne hier. Was ihr noch nicht kennt, in der Klasse 7 könnt ihr mit auf Skifreizeit ins Zillertal fahren. Alternativ fährt in der 9. Klasse der Spanischkurs nach Barcelona und der ganz normale Englischkurs kann nach England fahren, wenn ihr möchtet. Hier ist der naturwissenschaftliche Bereich. Hier ist die Physik, Technik, Biologie, Informatik und die Chemie. Hat sich hier unsere Wirtszelle gebucht. In der Wirtszelle ist schon etwas passiert, nämlich ganz, ganz viele Viren sind dazu gekommen. Sie vermehren sich und sobald sie keinen Platz mehr haben, passiert Folgendes. Die Viren, ich mach das gleich, keine Sorge, die Viren verbreiten sich. Das ist unsere Parallelklasse und die hat gerade eine Move-Stunde. Der Lehrer ist der Hochhalter, der unterstützt uns auch bei den Mittagspausen vor. Sonja, für die Aufgabe musst du dir den Wochenplan von dieser Woche nehmen. Dann ist hinten dran das Arbeitsblatt, Seite 42. Siehst du das?
Genau. Und hier musst du zuerst ausschneiden und dann die Wörter ergänzen, die fehlen. Okay? Super. Los geht's. Hier wird schon viel angeboten und gemacht. Leider konnten wir nicht vieles anbieten durch Corona. Wie beispielsweise GERM. Oder die Kooperation mit der Endflow. Eine Chemieexplosion mit einem Bergwerk oder zur Kaumacher. Und die Kooperation mit Unisilo. Oder noch vieles mehr. Was ich an unserer Schule gut finde, dass jedes Kind willkommen ist, dass wir euch da abholen, wo ihr steht und wir betreuen nach unserem Motto erst einmal gemeinsam ankommen, um dann eure Schullaufbahn im Blick zu nehmen, aber erstmal freuen wir uns dann in der 5 auf euch. An unserer Schule finde ich gut, dass wir viele Nationalitäten haben und die Schule verstehen. An unserer Schule finde ich gut, dass der Umgang zwischen Lehrern und Schülern sehr angenehm ist. Ich finde an unserer Schule gut, dass wir so viel aktiven Unterricht haben. Ich finde an unserer Schule gut, dass alle Lehrer hier das Besondere in jedem Schüler sehen. Ich finde an unserer Schule gut, dass wir ein gutes Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern haben und jeden Schüler so nehmen, wie er ist.